Ja, wir befinden uns hier in Berlin-Charlottenburg. Wir sind hier auf der Straße des 17. Junis in der Nähe vom Brandenburger Tor. Wir sind hier, weil heute die Veranstaltung Abtunen 2016 stattfindet. Okay, wie viele Fahrzeuge wurden hier kontrolliert bzw. sichergestellt? Wir haben in der Zeit seit 18 Uhr über 200 Fahrzeuge und Motorräder kontrolliert. Wir mussten Stand jetzt 12 Fahrzeuge sicherstellen, davon 2 Motorräder, weil die den technischen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Nach welchen Kriterien wird hier rausgezogen? Also was ist... Grundsätzlich erstmal schauen wir uns technisch veränderte Fahrzeuge an. Wir schauen uns Fahrzeuge an, die möglicherweise zu laut sind. Diese werden dann einer technischen Kontrolle unterzogen. Okay. Um was für Mängel handelt es sich denn? Sind das getunte Sachen oder sind das jetzt technische Mängel? Was können Sie uns sagen? Wir haben hier festgestellt, dass die Fahrzeuge Bremsenmängel haben und dass sie auch unzulässig umgebaut worden sind. Kann man jetzt von einem Erfolg von Ihrer Arbeit sprechen? Wie würden Sie das selber einschätzen? Erfolg ist immer relativ. Wir sorgen dafür, dass wir mit unseren Kontrollen die Verkehrssicherheit steigern und Fahrzeuge, die nicht den Vorschriften entsprechen, aus dem Verkehr ziehen.